Die Rara Maria hat auf jeden Fall eine spirituelle Aufgabe. Also es wäre fürchterlich für so eine Seele, wenn man die jetzt rein materiell erziehen würde. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Freunde habe. Muss ich halt damit abfinden. In Kindern sind fortgeschrittene Seelen. Und die Kinder, die reifen bis zum Jugendalter jetzt inzwischen so heran, dass sie so weit sind wie 30, 40-jährige Hochschulabsolventen. Aufstehen ist 3:45 und die Meditation findet dann um 4:30 statt. Wie schaffen die Kinder das da so lang? Es ist auch Gewöhnungssache, weil man durch die Meditation auch sein Schlafbedürfnis zurückschraubt. Das kommt ganz von selber. Wenn ich gut ausgerichtet bin und gut meditiert bin, dann brauche ich weniger zu essen, ich bin ruhiger. Ich fühle mich halt immer dann anders, wie es eigentlich ist. Beim Meditieren ist man nachher eigentlich immer ganz gesammelt und ruhig. Wenn die Gedanken immer abschweifen und man nicht schafft, sich zu konzentrieren, dann ist es langweilig, aber man muss eben schaffen, sich zu konzentrieren. Sie verstehen sich als Eingeweihte, als Teil einer weltweiten Bewegung. Sie meditieren, sie suchen das Licht. Atmen. Meine Mission geht voran. Mein Gesicht. Rada Maria ist 7, ihr Bruder Michael 13, der jüngere Johannes ist 11. Ihr Vater hat sich zusammen mit Mutter Bärbel entschieden, einem Guru zu folgen. Gerhard Lebock. Ihm vertrauen sie. Er gibt seinen Jüngern Energie. Seine Thesen? Eine Mischung aus Esoterik und Hinduismus. Und wenn es gerade passt, bedient er sich auch anderswo. Die Millionen, die jetzt mithelfen, wie vor 2000 Jahren die Apostel und die Jünger von Jesus, so gibt es jetzt Millionen in der Welt, die der neuen Gruppe der Weltdiener zugehörig sind und einfach an einer neuen Welt mit Gott, mit Frieden, ohne Krieg, mit Gerechtigkeit, mit Toleranz und mit Spiritualität dran arbeiten. Jeder hat eine andere Aufgabe, aber alle arbeiten an demselben Ziel. Hier im fränkischen Eilsbach will Gerhard Lebock einen Ashram aufbauen. Die Schwingung durch die Meditation soll die Menschen anziehen. Während er Energien leitet, müssen die anderen stundenlang Unkraut jäten oder Müll sortieren. Sie sollen der Mission dienen, alle eigenen Bedürfnisse aufgeben. Das gilt besonders für die Kinder. Ähnlich wie bei Scientology glauben die Anhänger, in Kinderkörpern wohnen erwachsene Seelen. Die Konsequenz? Man kann ihnen genauso viel zumuten wie anderen Menschen auch. Kinder sollen nicht spielen, sondern an der Seele arbeiten. Wichtig ist, dass man ihnen nicht das nimmt, was sie Spirituelles mitbringt und sie in die materielle Welt einführt. Also das heißt, sie brauchen eine göttliche Erziehung. Das heißt, keine Spielsachen, kein Spaß, kein Müßiggang, sondern radikaler Verzicht auf das, was für andere Kinder selbstverständlich ist. Ein Kinderkörper unterliegt Verlockungen, aber dass da so viel, sagen wir mal, Energie in diese Wünsche gesteckt wird, das ist, man geht einfach weiter, man erkennt, ja, dass es Wichtigeres gibt, dass es Schöneres gibt. Ist das für dich eine schöne Sache oder ist es manchmal so, dass du dir doch auch irgendwas wünschst noch? Also eigentlich wünsche ich mir dann nichts mehr. Es gibt natürlich immer ein paar Sachen, aber die haben andere Kinder auch. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man jetzt mal nicht gerne eine kleine Hausarbeit macht, ist sowas. Das wünsche ich mir eigentlich manchmal, dass ich das nicht machen muss, aber es ist ja eigentlich nicht wichtig. Die Persönlichkeit, die hat immer Wünsche, zum Beispiel, dass man im Zoo geht, dass man ja eine Brille, so eine wunderschöne Brille mit Sonne, Schmetterling und so weiter schenkt. Eigentlich muss man da auf Süßes verzichten und überall, wo die Kinder es schön finden, eigentlich. Ich wachse dann spirituell und kann Einweihung erreichen. Allerdings muss man ab einer gewissen Einweihung mit einem Meister in Kontakt kommen, der den Knoten im Herzen dann wieder löst und den Funken der Seele entfacht, damit es dann wieder weitergeht. Darum sind die gesegnet, die wirklich
eine Begegnung mit dem Meister haben. Die Chance kriegt nicht jeder. Peter ist seiner Frau gefolgt. Er hat sich nach anfänglichem Zögern für seinen Meister entschieden. Peters Kinder hatten keine Wahl. Genau damit kann sich Peters Mutter Christine nicht abfinden. Nie hätte sie gedacht, dass ihr Sohn mit der ganzen Familie in eine Sekte eintreten würde. Doch vor 10 Jahren passiert es. Seitdem bemühen sich die Großeltern um den Kontakt mit ihren Enkeln. Doch die Eltern schotten sich ab. Ich befürchte, wenn den Kindern nicht bald geholfen wird, dass dann seelische Schäden vorhanden sind und die Kinder sind dann in einem Alter, wo man ihnen nur noch schwer helfen kann. Ich habe selber sehr strenge Eltern gehabt. Und gerade deswegen kann ich auch verstehen, wie das ein Leben beeinflusst, wenn man zu wenig Liebe und zu viel Strenge gekriegt hat, wenn man nie gelobt wirklich wird. Das ist ja auch bei dieser Sekte, dass die Kinder also gar kein wirklich gutes Selbstbewusstsein entwickeln können. Obwohl sie auch noch viele andere Enkel haben, wollen sie Peters Kinder nicht einfach aufgeben. Sie versuchen zu helfen. Mit Geld für Kleidung, Essen, Schul- und Heizmaterial. Dafür dürfen sie ihre Enkelkinder ab und zu sehen, glauben sie. Also am Anfang, in der ersten Zeit, haben sie uns das ja groß verkündet, dass in ihrer Gruppe das Teilen etwas sehr Wichtiges ist. Und wir haben schließlich den Eindruck gewonnen, dass das Teilen mehr hin zum Guru geht und weniger in die Allgemeinheit. Und da hat dann mein Sohn als Beispiel gesagt, meinst du nicht, dass Jesus auch mehr gekriegt hat von den Spenden als die einfachen Apostel? Ne? Das ist zum Beispiel so eine Aussage. Und das war deutlich genug. Also für ihn ist es okay, aber ist es für Sie dann auch okay? Nein, das habe ich ihm mehrfach eben gesagt. Du weißt, dass ich die nicht mag und du zwingst mich, den zu unterstützen, obwohl ich euch unterstützen will und nicht den. In dem Haus hat der Peter gewohnt, das haben sie neu bezogen. Und leider hat er es im Jahr 2002 wieder verkauft. Und das Haus ist eigentlich viel größer, wie es hier ausschaut. Und es ist auch ein großes Grundstück bis an den Bach, sodass die Kinder richtig schön hinten spielen können. Statt im Kinderparadies wohnen Sohn und Schwiegertochter inzwischen hier mit ihren 3 Kindern. Die Gemeinde hat das baufällige Haus zur Verfügung gestellt. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Der ehemalige Softwareentwickler und die Gymnasiallehrerin arbeiten nicht mehr, wollen aber auch kein Hartz IV beantragen. Sie leben vor allem vom Kindergeld, in Armut. Ihr Geld haben sie damals dem Guru und der Gruppe gespendet. Der Meister wohnt im Nachbarort, nur wesentlich komfortabler. Monatelang wollen Peter und Bärbel nicht, dass wir hier filmen. Dann willigen sie doch ein. Wohl auch, weil der Meister es wünscht. Das ist unser Bad. Das ist klein, aber alles, was man dringend braucht, ist da. Nicht einmal Flüchtlinge könnte man hier offiziell unterbringen. Es gibt keine Badewanne, keine Dusche. 30 Liter Warmwasser für 5 Personen. Leider keine drin. Das ist das, was wir am meisten vermisst haben. Für Peter und Bärbel kein Grund, sich doch wieder eine Arbeit zu suchen. Hier, das ist die Küche. Da steht eben unser Eimer mit Frischwasser. Und da unten drin ist dann unser Eimer mit dem Abfallwasser. Also die muss man quasi dann unten auch immer wieder ausleeren. Ja. Kann man das hier nicht irgendwo ausgießen? Es gibt hier in der Küche weder einen Zulauf noch einen Ablauf. Von daher sind wir darauf angewiesen. Aber wir haben uns daran gewöhnt und tragen halt das Geschirr runter und spülen unten ab. Das Wasser hier, das braucht man am ehesten, wenn man mal was abwischen will oder so. Und deshalb reicht es normalerweise, wenn man einmal den Eimer am Tag ausleert und den Eimer wieder auffüllt. Solche Zustände präsentiert man nicht gerne seinen Schulkameraden. Die Kinder sind Außenseiter. Keine einfache Situation. Im Sport, wenn wir uns umziehen, sagt einer manchmal so, hey, schau, das kannst du dir nicht leisten. Das nervt. Was sagst du dann? Nix. Irgendwann wünscht sich, dass die auch mal so nehmen wie wir, dann wird sie es vielleicht verstehen. Bist du mir so
machen wir eher was als die. Nach der Schule heißt es spülen, putzen, saugen. Alles ist eingeteilt. Die Kinder haben die Drohung immer vor Augen. Wer die Zusammenarbeit verletzt, ist ein Schädling. Ihm droht die Verbannung. Wie die Kinder den Zwang und ihr ganzes Leben wirklich finden, können wir nicht unbeobachtet fragen. Nur bestimmte Themen sind erlaubt. Was ist eigentlich mal so dein Berufswunsch? Gärtner. Obwohl die beiden Söhne Gymnasialempfehlung hätten, gehen sie auf die Realschule. Der Guru hält zu viel Bildung für Zeitverschwendung. Früher war Gerhard Lebock Vertreter für Tiefkühlkost. Jetzt suchen sie per Internet Interessenten für ihre esoterische Gruppe. Neue Jünger können auch frisches Geld bedeuten. Den Segen vom Franziskus, den mag er sehr und verwendet er auch sehr oft, weil er die... Also du siehst, wir haben richtig hingelangt. Man muss nur mit den Leuten auf ihrem Bewusstseinszustand, in welchem Zweig sie tätig sind, in ihrer Sprache sprechen. Dann verstehen sie uns schon besser. Weil die Weltdiener aus Prinzip kein Hartz IV beziehen, sind sie nicht krankenversichert. Auch Peters Kinder nicht. Eigentlich könnte ihnen deshalb das Jugendamt Probleme machen. Peter will also beschwichtigen. Doch sein Guru lässt das nicht durchgehen. Man muss viel mit den Leuten reden. Und sie überzeugen, dass das auf Vernunft basiert und nicht irgendwie aus Fanatismus oder blinden Glauben in irgendwelche obskuren Ratschläge. Sondern dass das über die Jahre gewachsen ist und Vertrauen in gewisse Sachen Schritt für Schritt sich so entwickelt hat. Und dass es funktioniert. Auch das Karma kennen vielleicht? Wenn du das Karma kennst von deinen Kindern, von dir, ist es dann leichter, ohne eine Krankenversicherung zu leben, weil du weißt, was ihnen ungefähr zustößt und ob ihnen was zustößt, weil du ihre Berufung kennst, weil du ihre vorherige Inkarnation kennst. Sind das nicht deine Hauptstützen? Das Größte. Dadurch, dass man im Gegensatz zu früher, wo man das Leben auch als Ansammlung von Zufällen gesehen hat, wenn du auf die Straße gehst, dann kann dich ein Auto überfahren so ungefähr oder du kannst krank werden, deswegen brauchst du Versicherungen und alles Mögliche. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Ich bin vom Karma-Gesetz überzeugt. Und von daher weiß ich, dass eigentlich nicht per Zufall irgendwie das Kind hinfällt und sich das Bein bricht und was weiß ich was haben muss. Also das ist eine ganz andere Sicht auf die Welt und aus dieser anderen Sicht auf die Welt resultiert eben daraus, dass man vieles dann nicht braucht. Oder? Und darin habe ich Vertrauen. Ja, das stimmt, das ist... Ja. Aber für mich war das das A und O und ich denke auch für dir. Darum habe ich euch ja damals gesagt, wer ihr seid, wer sie in ihren vorherigen Körpern waren und habe ihnen dann erklärt, was alles abläuft hier. Der Guru glaubt ohnehin, dass eine Behandlung durch Ärzte die jahrelange Seelenarbeit auf einen Schlag zunichte machen würde. Krankheiten sieht die Gruppe sogar positiv, als Reinigungsprozess. Durch sie kann man negatives Karma verbrennen. Gerhard Lebock hat seit Jahren einen Leistenbruch. Immer wieder muss er seinen Darm in den Bauch zurückschieben. Doch er will sein Leiden behalten. Als Mahnung für noch mehr Seelenarbeit. Seine Lebensgefährtin Susanna quält sich monatelang mit starken Schmerzen in den Beinen. Doch auch sie will auf keinen Fall zum Arzt. Wenn das anfängt, dann tut es wirklich... permanent weh. Es ist total dick und entzündet. Und das hat ja die Helena Röhrig in einem Buch geschrieben, dass die beim Umbau vom Körper in den Lichtkörper, dass dann die Organe und die Körperteile geschützt werden durch Anschwellen. Da wird das geschützt, dass man das nicht so belasten kann und so ist das ja auch. Und das wird wieder weggehen? Das geht wieder weg, da bin ich mir ganz sicher. Es ist so ein harter Weg. Ich habe gestern total das Tief gehabt. Wie war das dann? Und geheult. Und wenn mir da der Gerhard nicht so aufbauen wird und der Gerhard nicht so auf meiner Seite stehen wird, dann wirst du nicht, wie ich durchgehe. Susanna freut sich über Peters Kinder, die so dankbar und anspruchslos sind.
Vor einigen Jahren hat sie sich von ihrem Mann getrennt und ist mit ihren drei Kindern zum Guru gezogen. Dann das Desaster. Nacheinander flüchten alle drei aus der Gruppe. Die waren ganz ein anderes Leben gewohnt. Die haben es ja total schwer, das überhaupt zu akzeptieren, dass ihre Mutter sich einfach mal total so verändert hat. Und die Kinder das auch nicht verstehen, dass man da zufrieden ist damit. Dass man so leben will. Das können die gar nicht verstehen. Wir treffen zwei der Kinder und hören eine ganz andere Version. Kilian und Barbara glauben, dass ihre eigene Mutter Kilians Leben aufs Spiel gesetzt hat. Von Geburt an hat er die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, braucht Medikamente für die Lunge und die Verdauung. Doch während der Zeit in der Sekte wird er nicht mehr versorgt. Innerhalb von nur 6 Monaten nimmt er 20 Kilo ab. Kilian ist damals 12. Mir ging es so schlecht, dass ich bloß 3 Stufen von der Treppe gehen musste, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und war dann froh, wenn ich einfach daheim im Bett oder vorm Computer sitzen konnte, dass ich da mal Ruhe habe. Also ich wollte eigentlich auch gar nichts machen, weil ich gar nichts machen konnte in meinem körperlichen oder gesundheitlichen Zustand. Und das war eigentlich schon schlimm, weil wenn man als kleiner Junge Fußball spielt total gern und auch im Verein eigentlich immer gespielt hat, auf einmal körperlich so schlecht geht, dass man nicht immer mehr 2 oder 3 Stufen Treppen gehen kann, dann ist das schon hart. Ja, aber wer muss denn nicht leiden? Der Jesus hat für die ganze Welt gelitten. Und ich denke, es wird auch jedem nur aufgebürdet, was er wirklich ertragen kann. Während der Sektenzeit darf Kilian seinen Vater nicht sehen. Nachdem seine Schwester aus der Gruppe geflüchtet ist, holt sie Kilian zusammen mit ihrem Vater heimlich von der Berufsschule ab. Sie bringen ihn in die Klinik und retten damit sein Leben. Kilian, der war eigentlich ein Haufen Elend. Der war körperlich ja zu gar nichts mehr fähig irgendwie. Und habe ich lang gebraucht, um das zu verdauen. Weil ich habe ihn als lebhaften junger Bursche mit Radlfahren und Schwimmer, das war mein letzter Kontakt. Sicher, die Krankheit ist nicht leicht. Nur man muss nicht umsonst was noch schwieriger machen, nur weil es eine religiöse Überzeugung ist. Das kann ich mit mir selber als Erwachsener machen. Da kann ich von mir aus 5 Monate fasten. Aber ich kann nicht als verantwortlicher Erziehender über meine Kinder oder über andere Fremde so drüber zu stehen und zu tun, als wenn ich Gott wäre und sie verhalten sich so. Kilian war schon immer dünn von der Mukoviszidose, ne? Weil da ist ja zu viel Energie im Solarplexus vorhanden. Das heißt, was der reinsteckt an Essen, wird sofort wieder verdaut. Es verschwindet wie nichts und darum nimmt da jemand ganz schwer zu. Und man hat es ihnen erklärt, dass ihnen das Meditieren dabei hilft. Da hat es dann geheißen, dass wir, wenn wir die ganzen Meditationen und die ganzen Fastensachen mitmachen, dann, also zu mir hat der Lebock das so gesagt, dass ich dann mit 18 Jahren geheilt bin von der Krankheit, die auch jetzt noch unheilbar ist. Wenn ich ganz gut mitmache, hat er gesagt, bin ich vielleicht sogar schon mit 17 geheilt. Tatsächlich kommt Kilian mit 15 in die Klinik. Da wiegt er nur noch 30 Kilo. Nach seinem Body-Mass-Index droht der Hungertod. 3 Jahre hat Kilian keine Tabletten bekommen. Ohne sie kann er Nahrung nicht verdauen. Der kam in einem deutlich reduzierten Allgemeinzustand in unserer Ambulanz. Er hatte einen beschleunigten Puls, er hatte Sauerstoffbedarf, er war total schwach, er konnte kaum laufen. Kurzum, der Allgemeinzustand war schlecht. Okay, vielen Dank. Wieder ausatmen. Ganz normal weiter. Kilians Lunge hat sich in der Sektenzeit derart aufgebläht, dass sich ein Buckel gebildet hat. Noch schlimmer ist, die Lungenleistung ist nur noch halb so gut wie vorher. Kilian braucht eigentlich eine neue Lunge.
Jahrelang muss Barbara die Qualen ihres Bruders bei der neuen Gruppe der Weltdiener mit anschauen. Er hat nicht mehr atmen können, nicht mehr wirklich. Er hat eigentlich gar nichts mehr machen können. Er ist bloß noch im Bett gelegen und hat schauen müssen, dass er überhaupt noch Luft kriegt. Dann, sag ich mal, 5 Meter zu gehen, das war für ihn schon, als hätte er einen Marathon von 10 Kilometern gelaufen. Er hat halt überhaupt gar keine Luft mehr gekriegt, gar nichts. Und da habe ich mir schon die meisten Sorgen gemacht. Ja. Peters und Bärbels Kinder leiden offenbar nicht unter schweren chronischen Krankheiten. Trotzdem, immer wieder starke Husten- und Halsentzündungen, vor allem bei Michael. Auch die anderen Kinder wirken ständig übermüdet, sind oft erkältet. Medizin ist tabu. Sogar Heilsalbe für die Nase. Wegen des Schlafmangels ist Rada in der Schule schon öfter eingenickt. Doch die Eltern bleiben bei ihrem Schema. Sie schicken ihre Kinder auch mit hohem Fieber zur Schule. Eine Lehrerin bringt Michael sogar persönlich wieder nach Hause, als er im Unterricht nur noch röchelt. Dass die Kinder so oft krank sind, ist kein Wunder. Sogar an einem warmen Sommertag ist das uralte Haus kalt. Es gibt nur einen einzigen Holzofen im Wohnzimmer. Dadurch, dass es ein relativ kleiner Ofen ist, kann man nicht so viel auf einmal reinschmeißen. Das heißt, man muss schon alle 10 Minuten, Viertelstunde nachschauen, damit er nicht unvermutet ausgeht. Wenn es draußen kalt ist, zieht es durch alle Fenster, nicht nur in den einsturzgefährdeten Bereichen des Hauses. An manchen Stellen ist es feucht und schimmlig. Im Winter ist es außer im Wohnzimmer zwischen 0 und 3 Grad kalt. Auch im Schlafzimmer. Wir sind froh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es gibt ja Leute, die leben auf der Straße. Das ist kein Vergleich, da ist es hier eigentlich komfortabel dagegen. Seitdem die Eltern bei den Weltdienern sind, werden ihre Kinder weder geimpft, noch gehen sie zu den standardmäßigen U-Untersuchungen, die eigentlich Pflicht sind. Michael darf nicht einmal zum Augenarzt, obwohl die Lehrer schon bemerken, dass er an der Tafel nichts lesen kann. Erst als seine Oma das Jugendamt und das Familiengericht einschaltet, bekommt Michael eine Brille. Weil ihr Enkelkind nicht krankenversichert ist, muss die Oma bezahlen. Doch trotz des ganzen Aufwands, Michael trägt die Brille kaum. Bei mir ist es die Kurzsichtigkeit vom Optiker so erklärt worden, dass er meinetwegen die ersten 4 Meter noch halbwegs sieht. Und wenn er jetzt ein bisschen unaufmerksam ist und erst bei 5 Meter, da ist das schon verschwommen. Also er muss praktisch mehr mit Gehör im Straßenverkehr unterwegs sein. Und er merkt dann die Bewegungen von einem Fahrzeug. Er kann die Geschwindigkeit alles gar nicht so einschätzen, wenn er das nicht richtig scharf sieht. Also von daher habe ich eben Sorgen, dass da mal was passieren könnte. Sogar im Straßenverkehr lässt Michael die Brille immer wieder weg, obwohl er sie dringend braucht. Und eigentlich müsste er auch längst wieder zur Kontrolle. Beide Eltern haben die Augenprobleme und mein Sohn ganz massiv. Und es müsste einfach mal überprüft werden. Und es wird aber nicht überprüft? Ich habe es bisher noch nicht erreicht. Um jetzt mal wieder einen Vergleich zu strapazieren. Mir kommt es so vor, wie wenn man immer mit 100 PS Auto fahren sollte. Aber im Normalfall reicht ja auch ein Auto mit 50 PS in der Stadt allemal. Aber sie wollen immer die bestmöglichste Krücke. Aber eine Krücke bleibt eine Krücke. Und die Krücke soll man eigentlich nur nehmen, wenn man ohne Krücke nicht auskommt. Weil sonst wird die Krücke zu einem Teil des Körpers und es geht nicht mehr ohne. Wegen ihrer Sehschwäche müssen die Eltern ihre Brillen ständig tragen. Die Theorie? Durch weniger Gewöhnung hätte man das verhindern können. Solche Ansichten beunruhigen die Großeltern. Vor Gericht wollen sie nun ein erweitertes Umgangsrecht einklagen. Das würde bedeuten, dass die Enkelkinder ihre Großeltern auch mal besuchen könnten, ohne die Kontrolle durch Peter und Bärbel. Doch das wollen die Eltern unbedingt verhindern. Besprechung beim Anwalt.
Die haben eine panische Angst davor, dass jemand auf ihre Kinder irgendeinen Einfluss ausübt. Da wird auch nicht davor zurückgescheut, unrichtige Angaben zu machen, ihnen Sachen zu unterstellen, die sie ihnen so nie passiert sind, und minimale Sachen aufzublenden. Herr Neuber, weshalb muss der Familienrichter solche Behauptungen nicht wirklich nachprüfen? Das ist eine Aufgabe, die die Familiengerichte auch kaum lösen können. Wir haben eine zivilrechtliche Streitigkeit, da untersucht kein Polizist oder kein Detektiv die tatsächlichen Umstände. Und da dann herauszufinden, was jetzt wahr ist und was nicht wahr ist, ist fast unmöglich. Das Jugendamt hilft der Oma nicht, obwohl sie immer wieder auf die Situation der Kinder hinweist. Lange Jahre interessiert sich nach ihrem Eindruck auch kein Richter dafür. Und das, obwohl die Probleme der anderen Kinder aus der Gruppe dokumentiert sind. Uns gegenüber geben die Behörden keine Auskunft. Man beruft sich schwammig auf ein laufendes Verfahren. Überall verhärtete Fronten. So ein Recht auf eine Oma haben Kinder nicht. Wenn es eine gescheite Oma ist. Es kommt darauf an, ob einer mit Gewalt was überstülpen will oder ob einer sagt, ich schau zu. Das wäre natürlich der Idealfall. Man sagt, was machen die? Ich schau zu. Vielleicht kann ich ja noch was lernen davon. Könnte ja auch sein. Und ich greife mal nicht ein. Das wäre der Idealfall. Wenn man es einfach aber akzeptiert. Wenn man versucht, das Leben der anderen zu vergewaltigen, da hört es halt auf und da muss man sich halt wehren. Wenn man der Rada zum Beispiel versucht einzureden, sie soll doch sich lange Haare wachsen lassen und schöne Haarspangen ins Haar stecken und schöne Kleidchen anziehen, das ist die Eitelkeit fördern. Und das läuft eigentlich genau gegen unsere Erziehung. Kannst du mal zeigen, du hast jetzt kurze Haare, oder? Hm? Genau, ganz kurz. Die schneiden wir immer. Warum? Weil wir keine eitlen Menschen sind. Immer wieder sehen wir, wie stark die Kinder von ihren Eltern kontrolliert werden, was sie sagen dürfen und was nicht. Nur ein einziges Mal haben wir kurz die Chance, mit den Kindern ohne Eltern zu reden. Schnell wird deutlich, wie sehr Rada ihre Oma Christine beschäftigt. Eigentlich finde ich, dass keiner böse ist. Ich finde eigentlich, dass die Christine nicht böse ist, weil wie kann sie schon böse sein, wenn die uns schon Geschenke bei uns so bringt. Aber eigentlich kenne ich auch den Unterschied zwischen Liebsein und Liebtun. Hat mir der Peter erklärt. Sie können sich noch gut daran erinnern, Kilian, Barbara und Konrad, an die Kompromisslosigkeit und Strenge bei der neuen Gruppe der Weltdiener. Wegen seiner Mutter muss Konrad mit 11 beim Guru einziehen. Für ihn werden es 5 lange Jahre. Sagen hat der Gerhard Lehbock gehabt, der hat auch alles diktiert, was man machen hat sollen. Aber sonst hat er schon immer dazu gesagt, man soll frei leben und frei sein, obwohl das Freie gar nicht gehen hat können, weil der ja alles vorgegeben hat, wie man es machen soll. Der Guru und seine Lebensgefährtin bringen den damaligen Teenagern bei, dass ihr Vater das Böse sei. Obwohl ihn die Kinder in Wirklichkeit vermissen, müssen sie verletzende Briefe an ihn schreiben. Angeblich wollen sie nicht mehr zu ihm. Als Kind ist es schlimm, wenn man da gesagt hat, dass halt eigentlich eine Person, ein Elternteil, als Teufel dargestellt wird. Also das war so, er war eigentlich so ein Teufel. So wurde das vom Herrn Lehbock einmal dargestellt, dass der Vater das Böse ist und dass man eben alles Böse halt ablocken oder abwehren soll und das eben nicht kontaktieren darf. Sein Bruder Konrad leidet heute unter massiven psychischen Störungen, hat Ängste und Zwänge. Inzwischen bekommt er starke Psychopharmaka. Konrad ist als Jüngster leicht manipulierbar und deshalb besonders interessant, glaubt er heute. Damals wird er von den Geschwistern getrennt und darf als einziger im Haupthaus mit Mutter und Guru leben. Barbara und Kilian kommen in die Kellerwohnung und müssen sich komplett selbst versorgen. Seine Schwester Barbara ist die Ersatzmutter, denn die Mutter selbst kümmert sich nicht mehr um ihren kranken Sohn. Während seiner 3 Jahre in der Sekte kommt Susanna ganze 2-mal in die damalige Kellerwohnung. Als Barbara aus der Gruppe flüchtet, ist der kranke Kilian der Situation ganz alleine ausgeliefert. Das weiß ich nur so gut. Das war immer so ewig lange Meditation, die über Stunden hinweg ging. Und das war schon ziemlich
ich glaube, dass da meine Schwester schon weg war, hatte ich überhaupt keine Lust mehr, wollte dann eigentlich bloß noch weg und habe halt dann die Tür von der oberen Wohnung zugeknallt, bin in die Wohnung runter und da ist mir eben der Herr Liebock hinterher gelaufen und hat mir dann halt angedroht, dass wenn ich das nicht mitmache oder das nicht machen will, dann komme ich zu meinem Vater und kriege halt dann eben im Krankenhaus wieder Spritzen und Katheter und alles. Ist Gerhard Liebock Ihrer Meinung nach auch gefährlich? Ja. Ich denke, er hat den Tod von meinem Bruder hätte er in Kauf genommen, das wäre ihm egal gewesen. Das ist einfach das Allerletzte für mich, wenn mir sowas Kinder überhaupt antun kann. Seit 10 Jahren gehen Kinder aus der Weltdienergruppe hier zur Schule. Lehrer und Schulleiter haben täglich mit ihnen zu tun. Die Pädagogen wollen nicht über das Thema sprechen. Auch nicht darüber, ob sie das Jugendamt oder die Justiz informiert haben. Wir dürfen die Schule nicht einmal betreten. Heute nehmen die ehemaligen Sektenkinder Einblick in die Schulakten. Konrad hat hier einen Schwächeanfall erlitten. Der Guru ließ ihn wochenlang fasten, um eine höhere Einweihungsstufe zu erreichen. Im Klassenzimmer bricht er zusammen. Umso länger das Monat wurde, umso mehr wollte ich was essen und umso mehr bin ich zum Untier eigentlich geworden, weil wenn man das Essen weglässt, dann wird man immer aggressiver und immer wütender und dann bin ich immer aggressiver geworden. Und wie lange haben Sie es aushalten müssen ohne Essen? Das waren 3 Wochen, fast 4 Wochen. Und das haben Sie ausgehalten? Ja. Wo das dann zu krass wurde, dass ich angefangen habe zum Klauen, hat der Gerhard Leber gesagt, jetzt tun wir wieder was essen und dann ist wieder gegangen. Die Schulakten zeigen immerhin, dass sich die Lehrer damals hinter den Kulissen sehr wohl große Sorgen machen. Wir würden gern mehr darüber erfahren. Zufällig treffen wir bei den Dreharbeiten auf einen ehemaligen Lehrer der Geschwister. Jetzt, da Konrad vor ihm steht, lässt sich Sepp Effenberg doch auf ein Interview ein. Nach dem Fastenmarathon hat er sich damals immerhin beim Guru beschwert, zusammen mit Schulleiter und Jugendamt. Ich habe halt damals auch bei dem Gespräch, der damals mit Herrn Lehnburg da gesehen, dass der hat sich total, ich weiß nicht, wie sagt man, eigentlich total offensiv gegeben. Ne? Und der hat genau gewusst, ich denke, dass er gewusst hat, dass wir nichts gegen ihn machen können. Ich denke, wirklich, dass der wirklich über uns gelacht hat. Dass der gewusst hat, was wollen denn die? Ja. Auch Kilians schlimmen Zustand bekommen die Lehrer damals mit. Doch die Schule unternimmt offenbar nichts. Wenn das Jugendamt nichts macht, können wir auch nichts tun, soll es intern geheißen haben. Es gibt ja auch Vorgesetzte von so einem Jugendamt. Es gibt ja auch noch den Landrat, es gibt noch das bayerische Ministerium, das man einschalten könnte. Das hat aber irgendwie keiner gemacht. Ja, kann nicht machen. So viel ich weiß nicht, nein. Warum nicht? Weiß ich nicht, warum nicht. Ich habe jetzt nochmal gesagt, die Situation mir ging es um meine Schüler. Und meine Schüler, der hat also, so, wie gesagt, mir war wichtig, dass es ihnen in der Schule gut geht. Und das war okay. Und was wäre passiert, wenn einer gestorben wäre, der Kilian zum Beispiel? Ja, das ist das, was mich jetzt total betroffen macht. Das ist klar, das war damals so der Fall, dass sich da nichts passierte. Das haben wir vielleicht zu wenig gemacht, das stimmt schon. Das war ja stimmt, eigentlich Glück, dass stimmt. Er nicht gestorben ist. Ja. Er hätte eigentlich sterben müssen mit den Werten, die er hatte. Genau, weiß. Ich weiß, was ich so jetzt genau sagen. Da haben Sie vollkommen recht. Das Jugendamt will bis heute keine Auskunft geben, was die Behörde unternommen hat. Susannas Familie steht damals lediglich unter Beobachtung. Uns gegenüber lehnen sowohl der Landrat als auch das Jugendamt ein Interview ab, obwohl es zuerst eine Zusage gibt. 15 schriftlich gestellte Fragen werden einfach ignoriert. Im Fall der Kinder von Susanna erklärt das Jugendamt sogar, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Rechtfertigung für eingreifende Maßnahmen durch das Jugendamt gegeben, wegen Gefährdung des Kindeswohles. Für Kilians Schwester ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Der Staat kann man so oder so vergessen. Das
zumindest in Erlangen alles verloren, sage ich mal. Wenn sie schon wissen, dass da schon drei Kinder dort waren und jetzt wieder drei Kinder und die wieder nichts dagegen machen. Da verliert man irgendwann mal die Hoffnung an die Ämter, sage ich mal. Die Behörden, ja, wenn die Kinder nicht totgeschlagen werden oder am Verhungern sind, dann, ne, oder Drogen, irgend diese schlimmen Sachen. Und wenn das nicht ist, dann haben wir doch, ist doch alles okay. Wenn sich Eltern für das Leben in einer Sekte entscheiden, haben Kinder keine Wahl. Peter hat inzwischen für seinen Guru eingekauft. Was übrig bleibt, bekommt Peters Familie. Ich komme erst mal hierher, dass dann der Großteil einfach erst mal hier bleibt und dann wandert er sukzessive der Rest zu uns. Der Guru meidet negative Schwingungen der Außenwelt. Lieber tankt er Sonnenlicht. Viel an der Sonne, viel an der frischen Luft, das belebt deine Vitalkräfte. Und dann kann immer mehr die Seelenenergie, das Licht, die Liebe, direkte Energie von Gott durch deine Zentren fließen. Und dadurch bist du eigentlich in jedem Atom deines physischen Körpers geschützt und bist immun gegen Krankheiten und auch gegen den Tod. Bei den Weltdienern gibt es strenge Essensregeln. Vormittags gibt es nur Flüssiges, gegen Mittag ein wenig Obst, erst ab nachmittags feste Nahrung. Es gibt Unmengen an Joghurt und Milch. Damit lässt sich angeblich das Bewusstsein mit der Seele verbinden. Laura hält der Guru vom Einkauf fern. Ihr hat er eine strenge Diät verordnet. Demütig empfängt Peter, was Lebok für ihn und seine Familie vorsieht. Für den Guru gelten die Essensregeln nicht. Nach 12 Jahren und bist du eigentlich frei und nimmst die Ernährung nicht mehr nach die Bücher oder sonst was, sondern nach dem, was von innen aus dir kommt. Du kannst im Prinzip alles wieder essen. Du kannst rauchen, du kannst Bier trinken, aber für uns mag es keiner. Aber es gibt bestimmt auch Lehrer in der Welt, die rauchen und deswegen trotzdem Lehrer sind oder Meister sind oder Eingeweihte. Und wie, ja, die sind völlig frei eigentlich im Prinzip. Sie sind aber nicht mehr abhängig von den Dingen, das ist das Entscheidende. Was und wie viel die Kinder zu essen kriegen, ist fraglich. Einmal pro Woche wird an der Schule an alle Obst verteilt. Rada isst dann bis zu 4 Bananen. Wenn sie ihr Vater nicht von der Schule abholt, bettelt sie oft Passanten um Lebensmittel und Süßigkeiten an. Dabei darf sie eigentlich nichts annehmen. Auch ihre frühere Klassenkameradin Karina erzählt, dass Rada in der Schule oft hungrig ist und Mitschüler um Essen bittet. Einmal war sie in der Mittagsbetreuung, weil sie nicht nach Hause ist. Dann war sie bei der Mittagsbetreuung und hat was da was wenigstens was gegessen. Mhm. Wollte sie da nicht heim, oder? Nee, die hatte so auch Hunger. Und dann hatte sie ein Joghurt geschenkt gekriegt. Und dann ist sie mit dem Joghurt nach Hause und dann wurde der Joghurt weggenommen. Nach einem langen Schultag gibt es zu Hause immer noch nichts zu essen. Obwohl die Kinder wegen der Meditation seit 3:45 auf sind. Auch jetzt wird erst einmal meditiert. Dann kommt die Arbeit. Immer das tun, was einem gesagt wurde. Immer dienen. Disziplin wird verlangt. Der Lohn fällt trotzdem spärlich aus. Die Rade will nichts mehr. Ich habe mit der letzten Nummer. Hey, ich will noch was. Wenn wir nicht dabei sind, setzt sich die Familie zum Essen nicht an den Tisch, wird uns erklärt. Essen will man auf keinen Fall zelebrieren. Genuss ist verpönt. Ein Plakat erinnert ständig daran, was einen guten Weltdiener ausmacht. Er isst nicht mehr als nötig. Das Ziel eines Gottgeweihten ist ja, Gott immer näher zu kommen und immer mehr zu dienen. Das heißt, man muss immer mehr davon weg, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und auch im Essen die Sinnesfreude. Das ist ja auch was Ich-Bezogenes. Auch singen und tanzen mit den Mitschülern. Für die Weltdiener nicht erwünscht. Nur wenn es gar nicht anders geht, dürfen sie mitmachen. Hier beim Festumzug zum Ortsjubiläum.
Als einziger Vater ist Peter immer dabei. Dabei werden seine Kinder ohnehin schon heftig gemobbt. Die denken, dass wir durchgedrehte Leute sind. Die rufen eigentlich immer Sonnenanbeter und sowas. Finde ich gemein, dass sie sich über was lustig machen. Ich wurde auch gehänselt. Ich denke, das muss eigentlich jedes Kind mit sowas umgehen. Man reift an unangenehmen Sachen schon sehr. Und wenn man das alles den Kindern ersparen will oder sich selber ersparen will, dann reift halt auch weniger. Weil Rada unter der Außenseiterrolle sehr leidet, schreibt ihre Lehrerin mehrfach ins Zeugnis, dass sie Gelegenheiten brauche, sich mit anderen Kindern zu treffen. Für ihre psychische Entwicklung sei das unverzichtbar. Doch Radas Eltern glauben, Leid bringt die Seele voran. Die Großeltern appellieren immer wieder an Peter und Bärbel, ihre Kinder auch mal rauszulassen. Klassenfahrt, Sportverein, mit anderen unterwegs sein. Alles ist tabu. So finden die Enkel auch keine Freunde. Der Älteste, also meines Wissens, hätte der in der dritten, vierten Klasse durchaus die Möglichkeit gehabt, Freunde zu kriegen. Aber die Freunde haben eben erwartet, dass er raus darf, mit ihnen spielt, durch das Dorf toben oder durch in der Natur Baumhaus bauen und was weiß ich, was sie alles machen. An den verschiedenen Plätzen, es ist ja sehr natürlich und ursprünglich dort, aber das war ja nicht erlaubt. Und damit waren die uninteressant für die als Spielkameraden. Trotz aller Kritik von außen, Peter und seine Kinder müssen auf ihrem Weg bleiben, fordert der Guru. Sonst drohen Seelenqualen. Wenn man Peter jetzt fallen lassen würde mit seiner Familie und würde ihnen, ich sage immer, der Meute draußen vorschmeißen, die würden sie sofort ins Materielle zurückziehen. Und dann würden fürchterliche Krisen auf die Seele später zukommen, weil die Seele kennt ja ihre Aufgabe und sie wird dann Krisen in Bewegung setzen. Peter meditiert lieber weiter für eine neue Weltherrschaft durch die neue Gruppe der Weltdiener. Dafür sind er und seine Frau bereit, alles zu opfern. Man ist nicht allein. Man kann auch sagen, es sind viele Funken verteilt auf der Erde, die genauso denken wie man selbst, die in Wirklichkeit anders wollen, die in Wirklichkeit zur Seele wollen, die einfach bloß einen Anstoß brauchen. Das ist ein ganzes Netz, das sich um den Globus wirkt. Das ist ein Lichternetz. Es gibt überall Samen, die einfach nur aufgehen müssen. Man ist nicht allein. Es gibt so viele. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Wie weit geht das Elternrecht? Wo fangen die Kinderrechte an? Sie glauben, dass nur sie als Eingeweihte das Seelenlicht der Kinder sehen. Ihr Guru will sie nach seinen Visionen formen. Dabei soll ihn niemand stören. Die, die bewusst leben in der Richtung und genau wissen, was sie tun, die werden verfolgt. Wie sie es vor 2000 Jahren auch gemacht haben mit Jesus und mit denen, die sich um ihn geschart haben. Also es hat sich nicht viel verändert in der Richtung und sie werden auch wieder versuchen, den Christus und die Meister aus der Welt zu schaffen, so wie sie es damals auch versucht haben. Aber diesmal sind sie nicht gekommen, um sich kreuzigen zu lassen. Darum werden sie es auch nicht schaffen.